Yo, willkommen zurück zu Skyrim. In der letzten Folge haben wir uns bereit erklärt, Florentius zu suchen, aber ich habe mich entschlossen, hier nochmal zu Alt-Roldan zurückzukehren, denn ich habe den Tipp bekommen, dass da noch nicht alles getan wurde in Tibar Septims Zimmer. Ich habe mir zwar sein Zimmer gemietet. Ah, sie leiert schon wieder ihre Propaganda herunter. Es kommt ja trotzdem keiner. Fliegt ja raus. Immer noch. Alte Roldan ist der Grundstein, auf ich dem weiß, ich weiß. Es fußt. Ich miete ein Zimmer. 10 Goldstücke ist Wucher, aber... Viel Spaß dann. Es ist das große Zimmer mit dem Doppelbett. Gott sei Dank. Ich zeige euch euer Zimmer. Ich habe einen großen Körper zu verstauen in dem Bett. Wenn ihr wisst, was ich meine. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Nee, im Moment ist das alles. Ich will eine Runde schlafen. Müsst ihr mir etwa zusehen? Das Papa, Kind kommt auch rein. Papa hingegangen. Er ist im Krieg. Er kämpft für die Sturmwindel. Der Krieg ist aus. Das letzte Mal habt ihr gesagt, dass er für das Kaiserreich... Ja. Ja. Oh Gott. Ihm dort sicher. Was ist denn das für eine Familie? Zustände sind das hier. Hoffentlich werde ich nicht im Schlaf erdrosselt oder sowas. Von dem Kleinen. Da war immer Geld drin, das letzte Mal. Nee, diesmal ist nix. Ich dachte, ich krieg das wieder rein, was ich gerade ausgegeben habe für das Zimmer. Will ich wieder haben. Ah doch, 8. Na immerhin, es hat nur 2 Goldstücke gekostet. Und jetzt haben wir eine neue Begleiterin, die Ingjard. Und mit der können wir gleich mal das bequeme Bettchen hier testen. Ich schlafe auf dem Kuhfell und sie auf dem Ochsenfell. Oder was ist das? Egal, wir schlafen. Wie viele Stunden schlafen wir? Ist blöde Zeit zum Schlafen eigentlich. Ich bin nicht sehr müde. Ich müsste im Grunde, 18 Stunden schlafen, damit es sich auszahlt. Sonst wachen wir des Nächtens auf und ich hasse es, bei Nacht zu reisen. 5, 6, 7, 8. Na, es reicht schon. Oh! Es ist was passiert. Die Gerüchte haben sich bewahrheitet. Sie schreit und kehrt. Das kann nicht allzu haarsträubend gewesen sein, was da passiert ist. Oh, ein Geist. Es ist ein Geist erschienen. Ich habe an eurer Seite gekämpft. An meiner? Luigi, den Wilden wieder abzunehmen. Was? Luigi? Luigi? Mario? Wo geht er denn hin? Ah, da war es ihm zu unbequem. Jetzt wirft er sogar... Oh, ein Poltergeist. Er wirft den Krug um. Jalti, seid ihr das? Ich habe auf euch gewartet. Jalti bin ich nicht, aber ihr nah dran. Habt mir versprochen, Jalti. Ihr habt mir versprochen, wenn wir Roldan plündern würden, dann würdet ihr mich zu eurem Blutsbruder machen. Habe ich das? Und ich habe gewartet. Sogar dann noch, als die Pfeile der Feinde sich in meine Brust bohrten. Oh. Der Hämmer meine Knochen zermalmten. Na, servus. Dafür sieht er aber noch ganz gut aus. Damit wir Brüder werden können, wie ihr es versprochen habt. Bleibt hier, ich bin Bruder dir. Ich werde euer Schwert finden. Ein altes Schwert ist ein Himmelfahrtskommando. Nee, nee. Ich sehne mich danach, erneut den Kampf zu schmecken. Ja, Gott sei Dank. Willst du nichts anderes schmecken? Ihr erinnert euch nicht an mich, Jalti? In 2 Feldzügen haben wir zusammen gedient. Das klingt irgendwie abwertend. Ihr habt mir immer wieder das Leben gerettet. Wie ein Diener. Luigi. Wenn ihr zu viel trinkt, was sagst du zu dem Geist? Keine Betrunkenen. Ich habe die Betten selbst neu bezogen. Die sind sauber. Ja, die Betten waren sauber. Ich hätte bald reingemacht, weil der Geist und der markerschütternde Schrei deiner Mutter. Man weiß ja nie, was da gerade vor sich geht für Perversionen. Mit Leontius Salvius. Sie betreibt das Gasthaus. Ich weiß, sie treibt es im Gasthaus.
Ja, wir haben einen Quest bekommen. Das heißt, wir wählen den ab. Das ist Verschiedenes. Aber trotzdem machen wir es gleich. Wem du es heute kannst besorgen. Hey, wieso? Wieso da rein? Ich hab doch gerade... Ha? Habe ich das... Was, ich hab das Schwert bei mir? Nee. Ah, ein Gast. Ha, ein Gast, ja. Ach so, ich muss sie fragen. Ich weiß noch nicht, wo das Schwert ist. Maul. Mara ist gnädig, das hat mich erschreckt. Ich hab Schrei gehört. Es gibt hier einen Geist, der führt sich hier auf, als ob das alles ihm gehört. Ah, du kennst ihn eh. Der Geist sucht ein Schwert. Hm. Gut, dass er keine Scheide sucht. Ein Schwert. Ich erinnere mich an eine Legende, die besagt, dass Tiber Septim eines der feindlichen Lager angegriffen hatte, bevor er nach Alte Roldan kam. Dort könnte es Alte sein. Alte Roldan. Ich markiere es auf eurer Karte. Die sagt das so elegant. Sie hat es auf meiner Karte markiert. Das Jalti. Ist gut. Ich habe noch nie von einem Jalti gehört. Tiber Septim hatte viele Namen. Vielleicht ist das ein weiterer. Tiber Septim heißt Jalti? Tiber Septim ist nur sein Künstlername. Ich verstehe. In Wirklichkeit heißt er Sigismund Jalti Cunilungus. Was ähnlich. Ja, wir gehen. Bis wir suchen das Schwert. Dann ist auch Ruhe hier im Gasthaus und dann kommen vielleicht die Gäste wieder. Nein, ich komme ja eh gleich wieder. Das kann nicht so schwer sein, das Schwert zu suchen. Es ist gar nicht mal so weit. Wow, der holt aus. Oh, hätte einen ganzen Baum fällen können, nicht nur ein Scheit. Ich ziehe ihm gleich einen Scheit. L. Kann ich da zu Fuß gehen am Ende? Ja. Ich könnte, nur das Bob... Oh, in der Schlangenfindenschanze, gerade wo ich war, ich hab's umgekehrt gemacht. Ich bin von Rorikstadt gekommen, was hätte ich machen sollen? Ich gehe mal in die... Was, Feinde? Wer sind da Feinde? Der alte Knacker ist doch kein Feind. Aber der ist ein Feind, ich verstehe. Oh Gott. Und sie wetzt davon. Schau, wie sie... Aufgeregt. Läuft sie davon oder zieht sie in den Kampf? Das ist eine dünne Linie, die man da zieht. Das könnte man so und so auslegen. Mann, zieh Leine. Ich glaube, ich gehe zu Fuß. Ey, sie hat sich hinter der Mauer versteckt hier. Das wirft kein gutes Licht auf ihre kämpferischen Qualitäten. Ich glaube, ich muss wieder Begleiter wechseln. Wir müssen aber über den Hügel. Über Hügel. Aber wie? Mann, wie komme ich da wieder rüber? Zu Fuß nämlich. Geht da am... Oh, schau, wie sie sich duckt. Ist das die Begleiterin? Ja, bist du blöd? Sie hat Angst. Das habe ich auch noch selten gesehen. Ein... kämpfender Begleiter, der sich duckt. Oh! Das war okay. Hätte ich mich auch ducken sollen, glaube ich. Das ist noch so ein alter Scheiße. Bist du ein Frost oder ein... Ah, das beantwortet meine Frage. Was nehmen wir denn da für dich? Erstmal zwingen wir dich zum Landen, das haben wir schon. Und zweitens machen wir was mit Eis. Eisiger Speer. Das ist zu viel Speer, zu wenig Eis. Wir nehmen Frostbiss. Nee. Ich kann mich nicht entscheiden. 12 Schadenspunkte. Im Arsch. Eisstachel nehme ich. Scheiß drauf. Nein, bleib da! Ich habe daneben geschrien. Und sie brennt. Wie ein Luster. Ey, wirst du auf meinem Wirtshaus? Wirst du da runterkommen? Böser Drache. Vergolst mir die Gäste. In Alt-Roldan ist nicht viel los. Und wenn da noch ein Drache einzieht, kommt gar keiner mehr. Schlecht fürs Geschäft. Aber wenn dann das Drachenskelett...
Wenn dann das Drachenskelett vor der Tür liegt, das könnte eine Attraktion sein, sage ich dir. Dann kommen die Gäste scharenweise. So, das haben wir gleich. Brauche ich ja nicht mal ausholen. Ja, machst du auch was mit deinem Hammer? Schau dir sie an. Bleib da, ich habe vergessen zu schreien. Das Drachenfall-Gedings kann man ja öfter. Das wird ziemlich häufig produziert in den Drüsen. In der Prostata. Tralala, oh Prostata. Bleib da. Ich hab geschrien und er hebt trotzdem ab. Der hält sich nicht an die Spielregeln. Schaut er in meine Richtung. Er flammt immer sie an. Und das macht keinen Schaden. Das ist Scheißdreck. Ich habe keine Magiker mehr, was? Scherz, oder? Habe ich wieder daneben? Nee, jetzt geht's. Man muss nicht ganz genau zielen. Die nehmen es nicht ganz genau. Sind nicht so pingelig beim Schreien. Ich gehe hier hinter dem Stein in Deckung. Bisschen aufladen. Nein, jetzt wendet er sich mir zu. Da drüben spielt die Musik. Alter Depp. Ich glaube, jetzt kann er eh nicht mehr. Oh, doch, er kann. Und wie er kann. Das ist eine richtige Überraschungseisbombe. Oh! Ab! Und Zaubertrank. Das weiße Fläschchen ist voll mit meinem Samen. Das ist gut. Aber ich nehme trotzdem die ewige. Die ewige Heilung. Die ewige Geilung. Ja, ich würde ja gern. Hey, er klopft mit dem Schwanz auf die Irrengard. Das ist ja normalerweise mir vorbehalten. Ja, ich bin schon wieder gleich tot. Das ist unangenehm, tot zu sein. Deshalb versuchen wir es zu vermeiden. Ah, die Irmgard hat, glaube ich, einmal... Nein, das ist die Irmgard, die da niederliegt. Bitte, nicht! Nein, ich will nicht! Ich will mich nicht nochmal heilen müssen. Mach mal so. Haha, wer heilt schneller? Edge, Badge. Ich heile. Ich nehme Flamme. Macht das genauso viel Schaden, schau. Das ist ziemlich wurscht. Ich will jetzt nicht extra umschalten. Versetz ihm doch den letzten... Hey, sie reitet! Wow, hast du das gesehen? Sie hat ihn erlegt. Jetzt kriegst du... Kriegt sie die Seele etwa? Nee, sie kann ja das gar nicht. Was täten sie damit? Oh, ich habe sie schaut. Das war ein Seitenhieb. Du hast ihn erlegt und ich ernte die Pflaumen. Hier mit der Seele. So, da haben wir die Prophezeiung. Hier liegt das Drachenskelett und die Besucher werden in Scharen in dieses Haus strömen. Sie hat mit Stahlbolzen geschossen, das ist gut. Die brauche ich eh. Stahlbolzen sind rar. Und er ist auch noch am Leben, sehr gut. Was sagst du? Schaut wie ein Autobus. Hat er noch nie gesehen sowas. Das ist ein Drache, schau. Das ist der Schwanz, das ist der Brustkorb. Alles klar? Okay, wir gehen. Wir speichern aber vorher noch, weil sicher ist sicher. Und dann auf nach Schlangen finden, Ruinen, Dings, Schanze, Bums. Kann nicht weit sein. Oder vielleicht doch. Ja, da kann ich über den Bergrücken. Dieser Bergrücken kann entzücken. Denn wir können ihn überbrücken. Aber wir müssen noch höher. Wieso gehen wir auf den Berg? Weil er da ist.
Genau deshalb. Und da kommen wir nicht vorbei. Scheiße. Es war ein Griff ins Gesäß. Der Plan. Voll in die Höhe gegangen. Scheiße, ich glaube, ich muss doch schnell reisen. Okay. Ich erspare euch das und wir reisen schnell. Weil da müsste ich, ja, ich bin in der falschen Richtung unterwegs. Ich hätte links rum über die moderigen Ruinen. Aber ist egal. Wir haben die Schlangenfinden-Ruinen bereits entdeckt. Oh, schau, wie saftig und rot. Und saftig und bärig. Hier ist eine Falle für selbige. Wenn die jetzt alle wieder gespawnt sind, ich sag's dir, ich lasse es an denen aus. So, hier hat jemand geschlafen. Ne, da schläft keiner mehr. Den Schlaf der Gerechten. Ne, die schlafen schon für immer. Letztes Mal, als wir hier waren, haben wir sie alle über den Jordan gebracht. Und nicht zurück. Vielleicht ist aber die Truhe wieder... Nee, hat sich auch nicht aufgefüllt. Ich weiß noch, das habe ich zurückgelassen. Das könnt ihr hier aufs ihr aufsetzen, das Diadem. Steht ihr sicher gut. Gut zu Gesicht. Sodass der Clarence nicht erbricht. Da müssen wir rein. Ich hoffe, da drin sieht es genauso friedlich aus wie draußen. Ich kann mich an eine Falle erinnern, die war gleich zu Beginn hier. Und da war ich noch mit der Utgard unterwegs. Utgard! Und die Utgard ist als nicht sehr, ja, würde ich sagen, grazil bekannt, sodass sie auf jeden Fallenauslöser getölpelt ist, der da war. Und der da zum Beispiel ist der entscheidende. Das heißt, ich gehe schnell da. Ja, sie ist nicht drauf getappt. Da lag noch der Bogen und da habe ich das Buch gelesen, die Stadt der Steine. Oh, ich kann mich erinnern. Bin ich gut. Und da ist noch eine Falle. Die wird sie aber auslösen müssen, weil so schlau, dass sie drüber springt, ist sie ja dann doch nicht. Genau, wie befürchtet. Und dann haben wir das Rätsel gelöst. Das Rätsel des Druckschalters auf dem Tisch. Aber das ist wieder abgefallen. Das heißt, wir nehmen das beschädigte aufpassen. Buch. Was? Was heißt aufpassen? Die nimmt es aber genau. Aufpassen, sagt sie, nur weil ich ein beschädigtes Buch aufhebe. So was Pingeliges. Bei der möchte ich nicht zu Hause sein. Musst du dir die Hände vorhalten, wenn du den Keks isst. Hat sie Angst, dass Brösel zu Boden fallen? Frostbiss, ja, das war schon da. So, und hier ist das Schwert. Das ist ziemlich leicht gewesen. Die Seelensteine. Habe ich da reingeschaut? Ja. Da haben wir es schon. Das war vorher nicht drin, oder? War das schon drin und ich habe es da gelassen? Ah, blöd auch. Es war ein scheiß Schwert, drum habe ich es wahrscheinlich da gelassen. Hier ist nicht so übel, aber brauche ich nicht unbedingt. Aber die da, die waren was für sie. Aber sie zieht sie nicht an, sie hat ja die Dämmerwacht-Rüstung an. Und die will sie auch behalten, glaube ich. Ich schaue noch kurz, was ihr altes Schwert macht. Oder Chalti heißt es ja. Chalti. Gar nichts. Es macht nur wenig Schaden, sonst nichts. Dafür wiegt es 12 Pfund. Und ist 13 Goldstücke wert. Wahnsinn. 13 Goldstücke. Ich glaube, ein belegtes Brot beim Wirten kostet auch 13 Goldstücke. Es ist ungefähr gleich viel wert. Wie eine Wurstsemmel. Gut Deutsch. Und da geht's auch raus. Sehr gut, sehr gut. Das läuft ja wie geschmiert. Wie geschmiert.
weil wir gerade beim Thema sind, den Broten. Ich könnte jetzt natürlich schnell zurückreisen, was ich auch machen werde, weil wir haben ja keine Zeit zu verschenken. Wir reisen schnell nach Alt-Oroldan und bringen das Schwert dem Geist und nehmen die Belohnung entgegen, hoffentlich die reichhaltige. Ich glaube aber nicht, dass sie reichhaltig sein wird. Was hast du denn da runtergestoßen? Da rollte er das... Das Hühnerei! Keine Betrunkenen. Wieso hast du das Hühnerei fallen lassen? Ich habe die Betten selbst neu bezogen. Die sind sauber. Da kriegst du ein Hühnerei aufs Hirn. Was ist härter, das Hühnerei oder dein Schädel? Ja. So, das legen wir da rein in den... So. Ja. Nee, hält nicht. Jetzt pass auf deine Eier. Der Geist ist einer von in Zukunft. Und da schaut er, wie es da aussieht, Mann. Jetzt sagt sie nichts. Passt auf oder so. Erinnert ihr euch jetzt an mich, Jaldi? Ja, ich weiß, der mit dem Bart. Es war mir eine Ehre, euch zu dienen, Bruder. Bruder. Erinnert ihr euch noch an unseren Unterricht bei den Schwertmeistern von warmer Bruder. Lasst mich euch ein paar. Achso, jetzt kriege ich eine Lektion im. Vielleicht vergessen habt, bevor irgendwas. Dann verlassen. Boah, weg ist er. Ist mich erschrocken. Locken, jetzt kann ich. Schnüffel nicht. Ja. Kauf dir ein Schnäuztuch. Nimm ja nicht deine gute Dämmerwachtrüstung zum Schnäuzen. Bleiben Flecken zurück. So, es ist wieder. Später geworden und es regnet. Scheiße. Das schöne Rot. Das stimmungsvolle Rot ist weg. Bist du rot? Nein, das ist eher brünett. Ja, auch nicht schlecht. Wir hatten einen Plan, bevor wir hierher gekommen sind, und zwar Florentius zu finden. Und das machen wir jetzt auch. Bis gleich.